Herr Hakverdi, der Islam, eine anerkannte Religion in Deutschland? Was sagen Sie dazu? Also eine anerkannte Religion ist es sowieso. Also es herrscht Religionsfreiheit in diesem Land. Und deswegen gibt es da überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist eben, wollen wir die beiden Worte mal nennen? Staats- und Vertrag. Fangen wir mal mit Vertrag an, das ist einfacher. Rechte und Pflichten. Beim Vertrag, das heißt auch nicht Staatsgeschenk, sondern Staatsvertrag. Wir haben das eben in dem Beitrag gesehen, welche Pflichten da entstehen. Das gilt natürlich in erster Linie dafür, dass die Religionsgemeinschaften auch Verpflichtungen haben, denen sie nachkommen. Zum Beispiel, wenn sie Religionsunterricht, wenn das eine wäre, denen nachkommen. Aber dann meinetwegen bei der Seelsorge, wir haben das gehört, in den Gefängnissen, die Beratung und so weiter. Dazu verpflichtet man sich ja auch. Nein, worum es bei dem warum es nun Staatsvertrag heißt, das ist ja eine juristische Terminologie, geht es darum, ob es als eine Religionsgemeinschaft anerkannt ist, in dem Sinne, dass es eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Damit steht und fällt das eigentlich. Jetzt will ich das nicht unbedingt juristisch völlig auseinandernehmen, ob es das ist oder nicht. Das ist im Detail auch umstritten, so umstritten, wie das sein kann, wenn man unabhängige Gerichte hat. Das ist auch gut, dass es umstritten ist. Aber am Ende wird es so sein, dass es entweder zurzeit so ist, dass es eine islamische Gemeinde in Hamburg gibt, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein kann oder nicht. Und daran muss man sich orientieren. Ja. Wären denn die Inhalte genau die gleichen? Darf ich da nochmal zwischengehen? Weil ich glaube, was Herr Hakverdi sagt, ist wichtig. Wir müssen erstmal unterscheiden auch zwischen der grundsätzlichen Anerkennung der Körperschaft öffentlichen Rechts. Das sind für mich auch Kategorien, die jetzt gar nicht so wichtig sind. Sondern was haben wir gemacht, als wir als CDU hier alleine regiert haben? Wir haben angeboten, Muslimen in Hamburg mit dem Senat zu sprechen über praktische Ausführungen des Glaubens. Das ist bisher eine Sache, die ist lange bisher vorangegangen. Man könnte sagen, sie steht kurz vor einer Zäsur, weil es jetzt auch neue Forderungen von einigen islamischen Verbänden gibt. Aber völlig korrekt, ich meine, der Weg ist auch mehrere Jahre gewesen und wir haben uns ja auch alle entwickelt und haben mehr Verständnis füreinander entwickelt. Aber worum es in Hamburg zurzeit geht, zuerst ging es darum, man möge sich bitte melden, wer sich angesprochen fühlt. Also es war nicht der Bürgermeister, der gesagt hat, A, B, C, mit dir rede ich und mit B, D rede ich nicht. Sondern es haben sich am Ende 3 bis 4 Organisationen gemeldet. Sogar eine, die gar nicht religiös ist, nämlich die türkische Gemeinde Hamburgs. Ja. Ich finde das gut. Wahrscheinlich wird man mit denen keinen Vertrag schließen, weil sie keine Religionsgemeinschaft sind. Aber wie ja auch die Bevölkerung sagt, sie kennen das, was ist denn Islam? Es gibt so eine und so eine Auslegung und es gibt eben die sogenannten Kulturmuslime, die sagen, also ich bin jetzt Muslim, ich bin so geboren, aber ich habe eigentlich nicht so viel damit zu tun. Was war das Ziel jetzt genau von dieser? Das Ziel ist, dass man Stück für Stück genau die Fragen, die dort auch eben angesprochen wurden, man geht im Grunde wie bei den Verträgen, mit den christlichen Kirchen Themen durch. Gefängnisseelsorge, welche Voraussetzungen gibt es dort? Feiertage, schwieriges Thema. Welche kann man anerkennen, dass man sagt, heute könnt ihr gehen und morgen müsst ihr euren Unterricht nachholen? Wenn ich hier nochmal nachfragen darf, sind das die gleichen Themen, die wir eben auch beim Christentum gesehen haben? Ja, die sind dort alle besprochen worden. Mhm. Herr Liefer, Sie hatten sich eben gemeldet. Ja, also eigentlich kurz dazu, weil so, Sie haben ja recht, also es gibt also Versuche auch von den muslimischen Verbänden und auch Gemeinden. Und die haben sich also jetzt relativ fast unter einem Dach, also wir haben also, sag ich mal, Ansprechpartner in Hamburg, also die Schura Hamburg zum Beispiel, also zwar nicht alle da drin, aber die meisten schon da drin. Und wir leben ja also in einer demokratischen Gesellschaft und eigentlich also Mehrheit entscheidet. Also insofern haben wir wirklich also einen Ansprechpartner, wenn man will. Und auch der Rat der Muslime, also zum Zentralrat der Muslime, auch was Deutschland betrifft, ist auch eine Hilfe. Auch, also. Sie sind nicht in der... Genau, das wäre jetzt die nächste Frage, ob jetzt zum Beispiel das für die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde auch gilt. Also wenn jetzt dort was beschlossen wird, ob das dann nachher für alle Gemeinden gilt oder ob das dann wirklich nur für die Gemeinden gilt, die in diesem Rat sind. Da würde ich an Vakas nochmal weiterleiten und gleich an auch an Herrn Wageshauser, der in der Leitung ist. Ja, ich denke, es sind viele Sachen, die dort, wie schon gesagt wurde, also so einen Staatsvertrag sofort auszusetzen, das wird nicht klappen. Man muss sich an diese Dinge herantasten. Gerade auch die Ängste der Bürger sind ja verständlich, wenn sie um sich herum diese Sachen sehen. Im Beitrag haben wir gesehen, dass jemand gesagt hat, wenn der Muezzin das Asan ausruft, was passiert dann? Und ich denke, das sind einfach sehr viele Ängste, die die Muslime auch abbauen können.
Und das ist schon ein guter Versuch, meiner Meinung nach, der dort angefangen wurde, dass die Muslime auch angesprochen werden. Aber ich denke, es ist immer noch aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ist es immer noch so, dass doch eine gewisse Angst da ist, dass wenn man den Islam gleichstellt mit dem Christentum, was dann passieren wird. Und das ist etwas, auch so ein Schritt, wo ich denke, dass es nicht von heute auf morgen gehen wird, wo eine Entwicklung notwendig ist und wo man sich langsam herantasten muss. Ja, so, dann kommen wir jetzt zu Herrn Wageshauser. Ich hoffe, die technischen Probleme sind jetzt auch gelöst. Herr Wageshauser, ja, können Sie uns jetzt hören? Ich kann Sie gut hören, ja. Ja, einen schönen guten Abend, Assalamu alaikum. Schade, dass Sie nicht bei uns sind. Herr Wageshauser, das Thema ist ja Islamunterricht. Wir sind jetzt momentan beim Thema Staatsvertrag mit Muslimen. Wie sieht das da in Hessen aus oder generell? Können Sie da etwas darüber sagen? Ja, also ich glaube auch Staatsverträge, das ist noch ein Schritt zu weit nach vorne. Wir müssen erstmal konkrete andere Sachen klären vorher. Und das wäre, dass man für den Staat Ansprechpartner hat. Also auch Vertragspartner nachher. Und da ist es wichtig, dass die Muslime sich natürlich einigen. In Hessen hat man jetzt Partner gesucht für einen bekenntnisorientierten Unterricht. Das ist sehr ambitioniert. Und man ist bei den Aleviten schon fündig geworden. Also die sind organisiert als Religionsgemeinschaft. Und zwei andere islamische Verbände, unter anderem auch die Ahmadiyya Muslim Jamaat, hat diesen Antrag auch gestellt. Und wir Muslime sind jetzt in Hessen dabei, eine Gemeinsamkeit zu finden. Die Ahmadiyya Muslim Gemeinde ist jetzt noch einen Schritt weitergegangen und hat ein Curriculum erarbeitet. Und jetzt werden die Muslime darüber sprechen müssen, inwieweit man gemeinsam so ein Curriculum tragen kann. Und da meinen wir, dass es möglich ist, einen ganz, das war vorher auch schon mal im Gespräch, einen Basisunterricht anzubieten, wo man die schwierigen Punkte rauslässt, wo man eben die Gemeinsamkeiten, die fünf Grundpfeiler des Islams, die sechs Glaubensgrundlagen des Islams, dass man die erstmal lehrt. Ja, Herr Wageshauser, könnte man das eigentlich auch für Hamburg dann so übertragen, Ihrer Meinung nach? Ja, Hamburg ist sowas, das ist so mittendrin. Interessant ist ja, wir hatten ursprünglich auch gedacht, das Beste wäre eigentlich ein Ethikunterricht, wo alle Schüler gemeinsam in der Klasse sitzen. Und die religiöse Unterweisung ist Aufgabe der Gemeinde. Aber die Kirchen bestehen halt auf ihrem bekenntnisorientierten Unterricht. Und solange es den gibt, ist also nur eine Alternative, dass die Muslime auch einen bekenntnisorientierten Unterricht haben. Ja. Aber schön wäre es natürlich, wenn alle gemeinsam sitzen würden, keine Schubladen da für jeden aufgemacht würden, sondern dass gemeinsam in Religionen gelehrt würde. Also Frau Mahacek hatte eben noch kurz einen Einwand. Also zunächst einmal finde ich das toll, wenn in Hessen einfach jemand vorangeht und einen Vorschlag macht. Das ist ja oft so, erstmal muss man was vorliegen haben und dann kann man sich darauf auch einigen. Aber ich fürchte, Herr Wageshauser, in Hamburg haben wir ein gewachsenes System, was in der Tat sehr kompliziert ist und wo wir eben die Schüler verschiedener Konfessionen in einem Unterricht haben. Und idealerweise würde man sagen, wir machen Module, authentische Module, dass nämlich ein islamisch gläubiger, muslim ausgebildeter Lehrer den Block Islam macht, dass ein katholischer Priester oder Lehrer, ausgebildet an der staatlichen Hochschule, den Part Katholiken macht. Aber da gibt es eben noch Vorbehalte von der protestantischen Kirche, weil sie bisher dieses Recht hatte und es dort auch verschiedene rechtliche Konstruktionen gibt, über die Sie mich nicht fragen dürfen. Auf jeden Fall, dieses wäre für Hamburg jetzt mein Idealfall. Und der Konfessionsunterricht, den werden wir in Hamburg meiner Meinung nach nicht einführen. Ich habe vorhin schon gesagt, die Katholiken haben es eingeführt. Rom wollte es unbedingt. Die Hamburger Katholiken waren da gar nicht so stark. Ich weiß das, ich bin selbst katholisch. So viele Kinder kommen da gar nicht. Also lieber gemeinsam, aber dann kompetent. Wir müssen mal Herrn Wageshauser darauf antworten lassen. Nur noch mal eine Frage. Das wäre dann ein Kundeunterricht. Ja, also im Grunde ja, kein Konfessionsunterricht, genau. Okay. Aber ja, das war ja eigentlich ursprünglich auch unsere Vorstellung, einen gemeinsamen
genau. Religionskundeunterricht eingebettet in eine Ethik, in einen Ethikunterricht, wo eben auch die Atheisten sich zu Hause fühlen. Genau, sowas. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Das halt mit den großen Kirchen nicht durch. Ja, das ist ja das Gleiche, was Herr Hackverdi vorhin auch betont hatte. In der Hinsicht. Und da wir das mit den großen Kirchen nicht durchkriegen, deswegen wird es in vielen Bundesländern halt jetzt den Weg zum bekenntnisorientierten Unterricht geben. Und da versuchen wir halt mit allen Muslimen zusammen auch produktive Beiträge zu leisten. Ja, wir haben auch noch Herrn Halifa hier sitzen, Herr Wageshauser, von der Universität Hamburg. Herr Halifa, welche Inhalte sollte man noch regeln in so einem Staatsvertrag? Gibt es da noch konkrete Ideen von Ihrer Seite? Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass also von der muslimischen Seite, also es auf jeden Fall konkrete Forderungen auch also an die Stadt auch gibt, die auch berücksichtigt werden könnten. Und vor allem, dass also ich persönlich also zähle darauf, dass die Lehrstühle, die jetzt auch also in Hamburg, Osnabrück und Münster auch demnächst auch unsere gute ausgebildete Lehrer, die wir auch gut gebrauchen können. Also bis dahin sollten wir wahrscheinlich auch also uns vorbereiten, also auf das als Schritt für Schritt. Also das ist also meine Vorstellung auf jeden Fall. Herr Wageshauser, sehen Sie denn genauso einen Lehrermangel in Deutschland wie Herr Dr. Halifa? Ja, natürlich. Auch in Hessen sind jetzt die Universitäten Frankfurt und Marburg, die sitzen in den Startlöchern. Die versuchen jetzt natürlich auch diesen Zuschlag zu bekommen, um Lehrer dann ausbilden zu können. Also ich glaube, da gäbe es nicht das Problem. Die Bundesrepublik ist also qualitativ gut genug aufgestellt, in einigen Jahren diese Religionslehrer zu bringen. Ja. Herr Wageshauser, vielen Dank, dass Sie heute Abend dann doch noch telefonisch zugeschaltet waren und vielleicht dann beim nächsten Mal wieder hier live in der Sendung dabei. Vielen Dank. Ja, natürlich. Live ist das schon ein anderes Gefühl. Genau. Da hat man mit dem Echo nicht so viele Probleme. Vielen Dank, Herr Wageshauser. Assalamu alaikum. Okay, mach schön. Ja, Herr Hackverdi, was ist von Ihrer Seite aus die Inhalte des Staatsvertrages? Was könnten das noch sein? Das sind die Dinge, die im täglichen Leben, im Alltag geregelt werden müssen und einen religiösen Bezug haben. Und dann ist das äußerst unterschiedlich. Für den einen gehört das eine dazu, für den anderen nicht. Das heißt, alles, was mit, ich sag mal, Sterben zu tun hat, nicht nur die Seelsorge, sondern auch, wenn es um Begräbnisse geht, was mit Heirat zu tun hat. Es gab ja auch mal eine Debatte in der christlichen Kirche, ob im Verhältnis zwischen standesamtlichen Trauungen und kirchlichen Trauungen, das ist natürlich jetzt ein alter Hut, das hört sich so an, als würde das Jahrhunderte zurückliegen, aber da gab es auch mal einen Konflikt in diesem Land. Solche Fragen. Und das sind für die einen wichtigere Fragen, für den anderen nicht so wichtige. Und da ist die Palette breit, also jeder wie er kann. Es geht ja am Ende nicht darum, jemanden anzuerkennen, sondern es geht darum, Regelungen zu treffen, wie etwas praktisch gelöst wird. Und allerdings mit diesem speziellen Hintergrund, dass wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die davon in besonderer Form, nämlich in Form ihres Glaubens betroffen sind und nicht einfach nur, weil das eine teurer ist als das andere oder weil man ansonsten ein schuldrechtliches Verhältnis hat, wie die Juristen sagen, sondern dass es eben hier um besondere Verhältnisse geht, die man Rechnung trägt. Ja, Lukas? Ja, ich denke auch, dass es gerade in diesen Sachen, was wir auch vorhin schon ein bisschen besprochen haben, um Rechte und Pflichten geht. Und da ist es ja auch gerade das Problem, dass wir immer wieder sehen, dass es heißt, dass die Muslime sich nicht integrieren wollen. Das ist ja auch genau diese Sache. Und ich denke, wenn die Muslime von ihren Gemeinden, von ihren Moscheen aus so etwas mitbekommen, dass der Staat sozusagen auf uns zugeht und immer wieder diese Bemühungen auch weitergeleitet werden an die Muslime und gleichzeitig von den Gemeinden auch immer wieder daran erinnert wird, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind. Das ist ja auch jetzt, haben wir ja am Anfang erlebt, als der Bundespräsident das angesprochen hat, dass die Muslime ein Teil dieses Landes sind, gab es wieder sehr viel Kritik. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt so nicht negativ aufgefasst, aber ich habe auch von vielen Muslimen gehört, die wiederum gesagt haben, seht, wir Muslime sind hier gar nicht anerkannt oder akzeptiert, werden gar nicht so akzeptiert. Ja. Und deswegen ist so ein Staatsvertrag, vielleicht nicht gleich ein Staatsvertrag, aber solche Abkommen immer wieder, genau, so kleine Punkte, die man von Anfang an aufgreifen kann, wo man Muslimen sagt, wir sind Teil der Gesellschaft, wir müssen auch hier uns integrieren, wir müssen auch zum Wohl der Gesellschaft beitragen. Und da können die Muslime sehr viel dafür tun. Und einzelne Personen tun es ja auch dafür. Ja. Vielen Dank.